Schaut mal, dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden und hat eine Khutbah gehalten. Eine Khutbah, liebe Geschwister, beziehungsweise das Stehen auf der Mimbar ist nicht nur am Freitag. Es gibt im Fiqh-Buch ein Kapitel, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei bestimmten Anlässen auf die Mimbar gegangen ist, um etwas zu verkünden, was sehr gewaltig war. Wie zum Beispiel, als dass er auf der Mimbar einmal gestanden hat und gesagt hat, wer nicht meine Sunna befolgt, gehört nicht zu mir. Auf Arabisch, man ragiba an sunnati falaysa minni. Wer nicht meine Sunna befolgt, gehört nicht zu mir. An diesem Tag wurde er beschrieben, war er sehr zornig. Warum? Es gab drei Männer, die haben vor dem Haus vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gestanden und haben miteinander geredet. Der eine sagte, ich werde nie wieder heiraten, sondern ich werde ohne Frauen leben. Der andere sagte, ich werde nie wieder Fleisch essen. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Einer sagte, ich werde ab jetzt nie wieder schlafen und immer Qiyamul Layl beten. Und einer sagte, ich werde nicht mehr am Tage essen, ich werde nur noch fasten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon hörte, ist er wütend geworden. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wütend geworden ist, dann nicht wegen sich selber, sondern wegen der Religion Allahs azza wa jalla. Dann ist er auf die Mimbar gegangen und hat das gesagt, wer sich von meiner Sunna entfernt, gehört nicht zu mir. Diese Leute, wie es in anderen Überlieferungen heißt, dachten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nachlässig geworden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich heirate die Frauen und ich faste und ich esse. Ich faste und ich esse und ich schlafe und ich bete. Was haben diese Männer gedacht? Er ist nachlässig geworden. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm alle Sünden vergeben hat, die er früher gemacht hat und die in Zukunft gemacht werden sollten. Dann haben sie, wal'iyadu billah, gedacht, er ist was? Nachlässig geworden. Wer konnte die Sunnan so ausüben wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagte, kein Prophet hätte die Sunnan geschafft, am Tag zu verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie verrichtet hat. Allahu Akbar. Kein Prophet. Überleg mal die ganzen Sunnan, wenn wir manchmal lesen in den Fiqh-Büchern, in Adab al-Islamiyya und so weiter und so fort, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles gemacht hat an einem Tag. Dann sagen wir, wann? Wann? Wann hat er das gemacht? Aber er hat es gemacht. Warum? Allah hat seine Zeit gesegnet. Das ist der Unterschied. Ja,